Der Maybach muss es werden. Ja, ich liebe den. Ich liebe den Wagen einfach. Ich auch. Absolut wild. Absolut wild. Wir konfigurieren meine Karre, Leute, ja? Ich muss ein neues Auto bestellen. Dauert ein halbes Jahr. Im halben Jahr muss ich mein Auto abgeben. So, ich kann mir leider den EQC noch nicht konfigurieren. Ich würde tatsächlich den EQC nehmen, Leute. Finde ich ein sehr, sehr schönes Auto. Mag ich unglaublich gerne. Ganz, ganz toller Wagen. Würde gerne den EQC nehmen. Kann ich im VIP-Leasing allerdings noch nicht machen. Deshalb, meine Freunde, gibt es für mich nur eine andere Option. Der Maybach muss es werden. Genau. Kann ich leider auch nicht nehmen. Es wird wieder ein AMG, Leute. Das ist ganz klar, ja? Bei den normalen Modellen muss ich nicht gucken. Ich brauche ein AMG. Ich habe einen unglaublich kleinen Pimmel und ich muss das irgendwie ausgleichen, ne? Es gibt für mich eigentlich tatsächlich nur drei Fahrzeuge, die für mich in Frage kommen. Ein S-Coupé, ein Viertürer AMG Coupé oder nochmal eine C-Klasse. Ein C63. Jetzt muss ich überlegen, Leute. Das S-Coupé ist sehr, sehr breit. Ich finde das S-Coupé sehr, sehr geil. Aber der ist größer und länger als der 63, den ich gerade habe. Macht deshalb wenig Sinn. Plus, wenn ich ehrlich bin, Leute, der hat nicht so viel Kofferraum. Das ist ein Viersitzer, ja. Ist aber halt ein Coupé. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir ein S-Coupé holen möchte. Weil der ist nicht so alltagstauglich wie mein GT. Plus nur zwei Türen, nicht vier Türer. Für Freunde, die ich mitnehme oder sowas, auch echt nicht so geil. All in all, meine Freunde, selbst mit Facelift sehe ich mich leider nicht drin. Ich habe überlegt, nochmal mit einem C63 zu gehen. C63, schönes, kompaktes, kleines Auto. Wirklich schöner Wagen, ja. Ist nicht ganz so schön wie ein S-Coupé, aber auch nicht so groß. Lass uns gar nicht lang drum herum reden. Ich habe meine Entscheidung eigentlich schon getroffen. Ich werde mir nochmal ein GT63 holen, weil ich mit dem Wagen unglaublich zufrieden bin. Hatte auch ursprünglich mal überlegt, eine G-Klasse zu holen, Leute, ne? Der ist in der Höhe nur stressig. Da muss ich halt mit Parkhäusern wieder gucken. Ja, 2,5 Tonnen, Digga, ist geisteskrank. Der ist schmaler als mein GT63. Also die G-Klasse ist kürzer, aber halt höher. Und 2 Meter bei der G-Klasse ist für Parkhäuser... Ganz schwieriges Thema. Ich sehe eine G-Klasse nicht für die Stadt, Leute. Bin ich ehrlich. Wir fragen Trimax. Max, ja? Darf ich dich kurz fragen? Ja, frag mich was. Ich konfiguriere mir gerade eine neue... Was geht ab, Micky? Ich konfiguriere gerade eine neue Karre. Ja? Max, ich überlege gerade, G-Klasse für die Stadt ist saudumm, ne? Wo willst du eine G-Klasse fahren, wenn nicht in der Stadt? Auf dem Land. Auf dem Land. Ist ein Geländewagen. Brauchst das Ding auf jeden Fall auf dem Gelände, ne? Brauche ich nicht. Ist einfach ein schönes Auto. Schöner großer Kofferraum, Max. Ich sag's, wie es ist. Ich sag dir immer, probier einmal alles aus. Meinst du? 585 PS. Okay, das ist viel. Aber Digga, der verbraucht doch alles. Ja, das ist das Ding. Der ich kenne auch einige, die den hatten. Ich kenne auch einige, die den hatten und die sind so frustriert, weil du immer tanken musst. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Stehen lassen. Habe ich keinen Bock drauf, Digga. Lass ihn einfach stehen. Das ist einfach eine Umweltschleuder, wirklich, ne? Also ganz ehrlich, schau mal. Stimmt, du bist ja auch Vegetarier, ne? Der GT. Geht das Hand in Hand, Umwelt und Vegetarier oder Veganer? Absolut. Also finde ich schon. Also gar nicht. Welcher Veganer? Jetzt welcher mal ganz Veganer kurz. Fährt ein G63. Guck mal, der GT63. Ja. Nenn mir einen Veganer, der mehr als 500 PS unter der Haube hat. Attila Hildmann. Attila Hildmann fährt, glaube ich, einen McLaren und einen Lambo. So. Zählt nicht, der Typ. Du weißt doch, warum er nicht zählt. Pass auf, Max, guck mal. Jetzt auch mal Kraftstoffverbrauch. Da ist für mich, also ganz ehrlich, Digga, der G hat 13,1 Liter auf 100 Kilometern. Und der GT, den fahre ich gerade in der Stadt mit einem Durchschnittsverbrauch von 10 Litern, wirklich. Mhm. Also das geht. Ich nehme nochmal einen GT4-Türer. Nochmal? Ja, ich liebe den. Ich liebe den Wagen einfach. Ich auch. Das ist für mich das perfekte Auto. Das ist den, den auch du hast, Max, ne? Ja, den habe ich auch, ja. Sportlich, Kofferraum, Kindersitz kannst du hinten reinmachen. Du bist auch keine Kinder. Von 0 auf 100 so schnell wie in der Karre von Justin, ne? Also das kann man auch mal sagen. Der macht Spaß, der macht wirklich Spaß. Ich nehme den aber in einem hässlichen Blauen, ne, Max, damit du Bescheid weißt. Ich nehme den in Jupiter Rot, Max. Ich glaube, ich nehme den wirklich in dem Mattgrau wieder. Das war geil. Mattgrau sieht ja. Ich finde das dunklere, also ich hatte den letzten Mal im helleren. Ich will den eigentlich im dunklen ganz haben, im dunklen Matt. Ich hatte den letzten Mal im hellen Matt. Ja. Dunkles. Ist beides 10 out of 10. Weiter zu Räder. User entered your channel. Ich nehme mal Max, natürlich nehme ich. Den finde ich sehr schön. Hallo. Unge brauchen wir gar nicht fragen, ich mach einen Führerschein. Max, guck mal ganz kurz im Stream. Guck mal ganz kurz im Stream, Max. Die Felgen sind's aber, oder? Warte mal, wo ist dein Stream? Okay. Scheißfelgen. Oder? Trimax hat erstmal die Ehre entwendet. Man kennt ihn. Das sind doch geile Felgen, oder, Micky? Also ohne Witz, ich finde die gar nicht. Also ich finde die kacke. Aber die hast Katja.
Nicht so schnell. Katja hat die. Ich bin weiter konfigurieren. Ich bin weiter konfigurieren. Bis später. Die habe ich gerade. Das sind sehr schöne Felgen, wirklich. Das sind sehr schöne Felgen. Kreuzspeicheldesign. 10 Stück. Sehr, sehr geil. Also die hier, Digga. Die kann man aber nicht zerkratzen, glaube ich, ne? Also ich sehe mich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, mit den hier. Oder Kreuzspeicher. Kreuzspeicher ist eigentlich am schönsten, ne? Anderes Auto. Nee, Bruder, das Auto wird's wieder. Ich liebe den Wagen, Leute. Ich liebe den Wagen. Die schwarzen Panzerfelgen. Leute. Nee. Ach, Digga, das ist aber so. Den hatte ich ja schon mal. Was ist, wenn wir den so nehmen? Was ist, wenn wir sie so nehmen? Ganz ehrlich, bisschen günstiger und auch was Neues. Was sagt ihr dazu? Nee? Ich muss ehrlich sagen, ich fände es mal interessant. Die hatte ich so noch nicht. Ich mach die Panzerfelgen. Leute, ich fühle die. Also... Die kosten auch so viel. Ich finde die überhässlich. Wenn, dann würde ich ihn so nehmen. Eins in den Chat, was sagt ihr dazu? Ist schwierig, ne? Mach mal, ja, einen Kontrast. Hol dir mal ein vernünftiges Auto. Hol dir mal ein Ferrari. Simon, du hast keinen Führerschein, weil du es lustig fandest, in jeden, ja, Blitzer in Köln reinzufahren. Komm, ich nehme den schwarz, Leute. Ach, Mann. Scheiß drauf, Digga. Ich nehme die so. Mein Herz, also ganz ehrlich, Leute, ich bin ehrlich, mein Herz sagt die silbernen Felgen. Es tut mir leid, ich entscheide mich jetzt mal für die silbernen. Ich möchte mal was Neues haben. So, Interieur. Boah, in weiß, gar nicht meins. Napperleder. Ich nehme die jetzt so. Keine Sportsitze auf jeden Fall. Bin ich raus, will ich gar nicht haben. Mit dem Braun finde ich so geil, ne? Nee, Alter, also das Rote sehe ich auch nicht, ne? Rote Zierleiste, ja. Das Braun ist es gar nicht. Meint der komplett schwarz oder wieso? Langweilig. Langweilig in meinen Augen. Dann doch lieber so. Mit gelben Gurten. Dann doch lieber so. Das finde ich persönlich schön. Machen wir so, okay. Gut, Zierelemente. Gekauft. Ist direkt so gekauft. Sieht böse aus, oder? Absolut wild. Absolut wild. So, jetzt kommt es auf die Pakete an. Keyless Go. Was ist das? Habe ich das gerade drin? Ja. Habe ich gerade drin, finde ich sehr nice. Air Balance Paket habe ich nie genutzt. Night-Paket auf jeden Fall. Air Balance braucht man nicht. Wärmekomfort. Wo kann ich denn hier die Sitze auswählen? Ich will ja keine Performance-Sitze haben. Das ist ja das Problem. Pass auf, wir machen erstmal die Pakete rein. Ja, wir machen gleich nochmal den Innenraum. Pre-Save auf jeden Fall. Parktronic, alles mit drin. Fahrassistenzpaket. Aktiver Distronic ist auch wichtig. Fahre ich auch gerne auf Autobahn mit. AMG Chrom-Paket. Exterior. Brauche ich nicht. Max, das wird Max. So sauer machen. Ja, da bist du ja. What the fuck, wo warst du? Fest verbauter Spoiler, hast du den? Oh, geht's mal Retalk. Ich komme 21 Uhr. Ich bin gleich fertig. Und ich bin gleich. Revi, der es organisiert hat. Revi, muss ich ein Auto bauen? Und Revi sagt, ich muss ein. 45. Ich muss Revi erstmal muten, damit er nicht mehr reinredet, weil der hat mich komplett. So. Will es aus. Also, Revi, Junge, das ist absolut. Mach dein Auto privat, du bist ein Hund, Alter. Du bist die Parodie auf einen Menschen. Ich habe einen Führerschein im Gegensatz zu dir. Ich denke, die gibt's nur als Aus- und Einklappbaren. Die gibt's auch als festen, dass du immer einen Spoiler hast? Ich nehme den festen Spoiler jetzt, Digga. Einen festen? Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Zeig mal, wie sieht der aus? Tu die Seite zur Seite und... Ah, nee, stopp, stimmt. Ich interessiere mich nicht dafür. Hör mir auf, das zu zeigen, Revi. Soll ich hinten Airbags reinmachen, Max, oder hinten Scheiß auf die? Nein, braucht kein Mensch. Wenn die hinten sitzen, dann sollen die auch bereit sein, zu sterben. Mann, ich kann die... Och, das ist so schlei... Das ist so kacke, Max. Guck mal, ich kann die mit der gelben Streifung... Kann ich nur als... Och, Digga... Ach Mann, da muss ich jetzt hier was nehmen. Revi, du kannst froh sein, dass ich in Deutschland lebe, sonst wäre ich jetzt rüberkommen, hätte ich Fresse. Ach Simon, wie willst du denn hier rüberkommen mit dem Auto? Du hast keinen Führerschein, du fettes Stück Scheiße, Alter. Auto von Madeira. Privatjet einfach hat, Alter. Privatjet, halt dein Maul, du Umweltsünder. Du bist der vegan. So, ich finde den Wagen so an sich sexy. Schiebedach nehmen wir noch mit rein. Ein paar Sekunden später. Panoramadach? Das brauche ich. Wir nehmen das Panoramadach, Leute. Wie geil. Wie geil mit dem Panoramadach. Oh, wie geil. Garagentouröffner brauche ich nicht. Steckdose hinten brauche ich auch nicht. Laderaumpaket. Sonnenrollo-mechanisch für die Heckscheibe. Also. Das ist jetzt alles Kleinscheiß hier, ne? Braucht man alles nicht. Triggert mich. Brauchen das hier hinten. Ich hatte mal auch einen mit so Bildschirm hinten. Hi. Das ist auch so ein schönes Element hier, ne? Machen wir. Dann habe ich nur einen Viersitzer. Was sagt ihr? Scheiß auf den einen Sitz. Scheiß auf den einen Sitz, Leute. Ja, ne? Gut. Ich sehe schon wieder, wie meine Freunde sich drum streiten. Das Burmeister-System muss rein. Das ist ganz wichtig. Nehme ich auch wieder mit. In Gelb die Sicherheitsgurte. Ach, geht nicht mit dem Sitz. Scheiße. Kann ich den in Silber denn nehmen? Oder geht das mit dem Sitz auch nicht? Das geht. Heads-Up-Display ist drin. Beheiztes Lenkrad ist auch Blödsinn, ne? Nee, rot geht, glaube ich, nicht. Rote Gurte. Geht gegen rot, ja? Ach doch. Okay. Das ist der Wagen.
Und ich fühle das Panorama doch. Ich fühl das Panorama doch. Es ist weg. Warum hat es rausgekickt? Wegen der Anlage? Ja, Digga, dann scheiß das Panoramadach. Dann kommt doch das Schiebedach rein. Die Bremssättel kann ich nicht anders lackieren. Das geht leider nicht. Das ist natürlich jetzt echt peinlich, ne? Dass es das jetzt rausgehauen hat. Ich habe jetzt ein Schiebedach drin. Also ich kann jetzt das Panoramadach leider nicht reinnehmen, weil... Dann haut das Burmeister-System raus, Leute. Und ganz ehrlich, der Sound ist mir dann doch schon wichtig, ne? Gut, Leute. Spoiler ist nicht dran. Ich weiß, den mache ich später noch dazu. Das ist durchs Carbon-Paket raus. Mache ich aber noch dazu. Karre steht. Ich bin ready. Auto steht. Außer, also der Spoiler kommt noch dazu. Aber so steht der Wagen. Ich finde ihn sehr sexy. Denkt euch noch den fest verbauten Spoiler an. Arschgeil, Digga. Let's go. So, Grüße gehen raus.